Wald und die Vorfahren sind nie durch die Bäume gewandert. Ja? Beim Vierbeiner, dann haben am Boden gelebt, das Hangeln, also die Brachiation, wie man das nennt, bei einigen Menschen, die gibt es natürlich, aber die ist mehrmals unabhängig voneinander entstanden, hat mit unseren Vorfahren nichts zu tun. Natürlich sind unsere frühen Vorfahren auch auf Bäume geklettert, ja, allein um Schutz zu finden, aber sie sind nicht gehangelt. So. Also bis 13 Millionen Jahre geht die Geschichte zurück und jetzt ist natürlich die Frage, wie entsteht jetzt der Haupt des gegangenen Kalkens? Also mindestens 10 verschiedene Prozesse dazu. Hat in Afrika stattgefunden, die Frage ist nur warum. Also, ursprünglich ja, gab es einen tropischen Regenwald in Afrika von der Westküste ja, bis zur Ostküste. Das war alles tropischer Regenwald. Ja, und dann sind vor ungefähr 8 Millionen Jahren sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, eine globale Klimaabkühlung erfolgt, wodurch der tropische Regenwald zurückgezogen hat. Und das andere ist, der afrikanische Graben ist entstanden. Ein Grabensystem und Sie wissen, wo Gräben sind, das sind auch Grabenschultern. Ja? Das ist ja hier so ein Unterreichgraben. Also was ist da jetzt im Bodenwald und das auf der anderen Seite Pfälzerwald oder Schwarzwald und Vogesen, das sind die Grabenschultern. Ja? Und damit in der Mitte ist ein Graben. Und hier sieht es eigentlich genauso aus, nur dass eben hier keine großen Autobahnen durchführen, aber und dass eben die Grabenschultern etwas höher sind, also im Mensorigebirge zum Beispiel 5000 Meter, ja? Aber ansonsten ist das ein schöner Graben. Und der Kram führt dann dazu, dass auch das lokale Klima sich ändert und dass dann letztendlich vor 8 Millionen Jahren dieser tropische Regenwald sich zurückzieht auf das Gebiet, wo er heute ist. Ja, so. Und was entsteht jetzt was entsteht jetzt hier in diesem Bereich? Da entsteht ein neues Ökosystem ja, und das nennen wir Savannen. Ja, das sind die afrikanischen Savannen. Also wenn Sie Savannen im Fernsehen sehen, da sehen Sie meistens viel Gras und so, also das ist aber nicht das, was Savanne ausmacht. Also Savanne kann durchaus sehr viele Bäume haben, kann auch Büsche haben, muss allerdings ein bisschen Gras haben, aber es sind keine Gras-Savannen, die da entstehen. Ja, also eine Busch-Savanne, eine Baum-Savanne, ja, und was auch entsteht, das sind also Gewässer. Ja. So, und jetzt haben wir folgende Situation, jetzt haben wir diesen Menschenaffen, die also lustig leben, im tropischen Regenwald, da auch Nahrung finden, Fruchtfrüchte vor allem. Ja. Nun zieht der tropische Regenwald zurück und es gibt Populationen, die also an den Rand ihres Verfalls trinken. Und die müssen jetzt die Nahrungsquellen ersetzen. Die Nahrungsquellen aus dem tropischen Regenwald, die müssen ersetzt werden. Und die Frage ist, bis was? Eine Idee ist jetzt, dass diese Nahrungsquellen ersetzt werden, oder die aus dem tropischen Regenwald gefrüht ersetzt werden, die Nahrungsquellen in den Gewässern, aquatische Nahrung. Ja. Da gibt es also Algen oder Krebsbio oder sonst was, was man da holen kann. Und jetzt muss man eigentlich nur drei Dinge zusammenzählen. Also das eine ist, hat schon erzählt, diese Menschenaffen haben die Fähigkeit, sich aufzurüsten. Ja? So. Das zweite ist, Menschenaffen können nicht schwimmen. Ja? Wissen wir, also müssen es auch lernen, schwimmen ist eine Kulturleistung. Ja? So, wenn ich mich jetzt zwar aufrüsten kann, aber nicht schwimmen kann, ich will in den Gewässern Nahrung suchen, was mache ich dann, wenn ich in den Gewässer gehe? Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als sich hinzustellen. Und es gibt Versuche mit Schimpansen, man macht das auch, die gehen dann einfach ganz normal. Ja, so. Auf zwei Beinen. Gut, Schimpansen machen das auch sowieso manchmal, wenn sie was tragen, aber der auch nicht gegangen wird, auf jeden Fall im Wasser unterstützt. Und das ist eine Erklärung dafür, dass der auch nicht gegangen hier in diesem Bereich entstanden ist. Ja. So, und wenn das aber so ist, ja, und das sind ja 6 Millionen Quadratkilometer, ja, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass das nicht nur einmal entstanden ist, sondern mehrmals. Ja, und es gibt ja auch in der Tat mehrere Funde dazu, also aus Kenia, aus Äthiopien, aus dem Tschad. Ja, die gehen alle aufrecht. Hier sieht man es an den Nackenknochen, hier sieht man es an dem Schädel. Sie wissen, woran man es sieht, ja, an der anderen Stelle des Rückenmarks. Also, die sind alle aufrecht gegangen und es gibt eine Riesendiskussion, ja, welcher hat denn jetzt den aufrechten Gang erfunden? Die einfachste Erklärung ist die, die haben alle den Aufrechtengang erfunden, haben alle damit experimentiert. Und es wird vielleicht noch 10 andere Probleme für den aufrechten Gang gegeben haben. Insofern, dieses Missing Link, was wir immer suchen, das wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Ja. Also wenn es das sowieso, wenn es mal gefunden wird, dann ist es ja nicht mehr Missing. Ja. Also auf jeden Fall, der Aufrechtengang hier auf breiter Front entstanden. Ja. Und bitte. Thank you.
ja, können. Also es ist durchaus möglich, dass es Hybridisierungen gegeben hat. Ja, das ist auch eine der Hypothesen. Wir haben das, das gibt es übrigens öfters. Ja. Also das sind jetzt hier Gattungsnamen. Ja. Man sagt ja also selbst unterschiedliche Arten, können sich nicht mit manchen miteinander fortpflanzen, aber ob das wirklich unterschiedliche Arten sind, ob sogar auch unterschiedliche Gattungen sind, das möchte ich mal noch sehr dahingestellt haben. Auf jeden Fall ist die Vorstellung die, dass es dann sogenannte Hybridisierung gab in dieser Gesamtzone und dadurch eigentlich die Entwicklung der Menschen weitergegangen. So, ja, und jetzt haben wir eigentlich, ja, jetzt sind wir eigentlich schon fertig, aber wir haben noch 25 Minuten, nee, das war nicht ganz fertig. Also auf jeden Fall, ich zeige Ihnen jetzt mal die Entwicklung, gucken Sie mal her, 20 Sekunden, also erst gehen die großen Eckzähne weg, ja, dann stellt sich das Gesicht gerade, der Hinterkopf kommt runter, ja, dann verschwindet die Augenübermünze und dann entsteht das große Gehirn ganz zum Schluss. Ja, das waren jetzt eben 7 Millionen Jahre, 20 Sekunden. Ja, wenn Sie alle Fossilien hätten, alle Funde, die da, also alles, was man gelebt hat, ja, dann wäre das ein Kontinuum. Ja. Insofern können wir gerade froh sein, dass wir da Lücken haben in diesen, bei den Fossilien, da kann man wenigstens die Schubladen packen und kann schöne Namen dran schreiben. Ansonsten, ja, ist das natürlich eine kontinuierliche Entwicklung. Ja. So, und die Frage ist, ja, wenn das eine kontinuierliche Entwicklung ist, wo ist dann eigentlich noch irgendwo ein Punkt, wo wir dann plötzlich von Mensch, das waren ja Vormenschen, über die wir geredet haben. Ja. Aber wir sind ja keine Vormenschen. Ja. Es müssen also doch noch ein paar Sachen passiert sein, ja. Das ist zur Gattung Mensch kam. Ja. Und da gibt es ein paar Fundstellen in Afrika, wo man das untersuchen kann. Ja. Zum Beispiel am Turkana-See in Kenia, am Albert-See in Uganda, am Manyara-See in Tansania und am Malawi-See in Malawi. Ja. Zeige ich jetzt. Wir haben jetzt vor 2,5 Millionen Jahren den Beginn der Gattung Mensch mit Homo rudolfensis. So, jetzt ist aber interessant zu sehen, dass es zur selben Zeit, also wenn ich sage zur selben Zeit, meine ich ungefähr 100.000 Jahre, also 5.000, ja, aber das ist schnell, 5.000 Generationen ist das passiert, da ist noch was anderes geschehen. Ja. Es gibt nämlich noch eine völlig andere Art von Mensch, die da plötzlich steht, aus diesen Vormenschen, die wir am Anfang gesehen haben. Ja. Und die haben solche Zähne. Ja. Das sind Menschen mit riesengroßen Zähnen. Ja. Die sind dreimal so groß wie bei uns heute. Das ist also Homo sapiens. Und wenn Sie das vergleichen, die Größe dran ist groß. Ja. So, jetzt entsteht also aus den Vormenschen, ja, vor 2,5 Millionen Jahren, nicht nur die Gattung Mensch, sondern jetzt entstehen auch die sogenannten Nussknackermenschen. Das sind die Zähne, ja. Das sind die Nussknackermenschen. Ja. So, und das ist die Gattung Mensch. So, die beiden entstehen, das heißt, es gibt eine regelrechte Aufspaltung dieses Menschen. Stammbaum. Sie haben die Frage, warum? Was ist da passiert? Ja. So, wir wissen nicht genau, was das ist, ja, aber wir wissen, dass es etwas zu tun hat mit unterschiedlicher Nahrung. Also, es gibt in Afrika Jahreszeiten, so wie in Europa, nur eben nicht kalt und warm, sondern trocken und feucht. Ja, und das Nahrungsangebot ist unterschiedlich. Ja, in Regenzeiten findet man also Terrieten und Blätter und Blüten und Früchte und kleine Säugetiere. In den Trockenzeiten hat man dann eben Hartschwarz oder hartschwarzige Nahrung. Ja? So, und wenn nun, wie jetzt scheinbar da geschehen ist, ja über lange Zeit, das sind ein paar hundert Generationen oder ein paar tausend Generationen, was evolutiv eigentlich eine kurze Zeit ist, aber wir denken, dass eine lange Zeit, wenn da also die Regenzeiten ausfallen, dann fällt also nun sozusagen dieses ganze Nahrungssegment weg. Ja? Und was passiert? Man hat hauptsächlich Hartphase der hartschalige Nahrung zu verfügen. So, und jetzt stellen wir fest, dass alle Säugetiere in Afrika also ihre Zähne verändern, die kriegen diesen Zahnschmelz, ja, um mit dieser hartschaligen Nahrung umzugehen. Genauso machen die Menschen das auch. Es gibt wirklich eine biologische Lösung für dieses Problem. Nein, Problem darf ich gar nicht sagen, das gibt es ja gar nicht mehr, das ist nicht mehr politisch direkt, das heißt Herausforderung, also für diese Herausforderung. Hartschalige Nahrung, das ist diese Konstruktion, das ist die sogenannte Nussknacker-Konstruktion. Ja? Da haben Sie also sehr breites Gesicht, dicke Knochen, massive Jochbögen, ja? Und dann hier oben diesen
Knochenkamm aufgeschrieben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Kaumuskulatur, die zeitliche Kaumuskulatur, die hier sitzt, ja, die kennen wir jetzt auch, die müssen wir hier immer aufhören, bei denen entwickeln sich auf den Kopf und stößen in der Mitte von beiden Seiten hier zusammen und dadurch gibt es dieser Knochenkamm. Das ist wie bei den, das bei der Raubtiere gesagt, das darf man auch nicht mehr sagen, das ist auch nicht politisch korrekt, denn die rauben ja nicht. Ja. Die beiden Beutegreifern, ja, die haben solche, die haben auch solche Muskelpakete, ja, an der Seite und dadurch wird hier ein hoher Kaudruck aufgebaut und damit im Unterkiefer können Sie sich vorstellen, das gibt also einen Nussknacker, gebissen hier. Ja. So, das ist eine biologische Lösung, ja, für diese Herausforderung hat fast hartschottige Nahrung, das ist innerhalb von 3.000, 4.000 Generationen zurück. Das wäre an sich eigentlich schon das Ende der Story, wenn nicht gleichzeitig was anderes passiert wäre, nämlich noch eine andere Lösung aufgetaucht wäre für diese Herausforderung. Ja. Und diese Lösung sieht so aus, ja, das sind ja nicht Schlagwerkzeuge. Ja, und diese Schlagwerkzeuge, das waren am Anfang Hammersteine, ja, mit denen die Handfasern nah und klein gehämmert wurde. Ja. Also Schneidewerkzeuge, das kam erst viel später. Auf jeden Fall sind das Betriebssysteme, ja, wie Sie so wollen, also das ist Information auch drauf gespeichert, extern zum ersten Mal mit Information gespeichert hier. Denn die Art und Weise, wie sie hergestellt sind, sagt etwas darüber aus, wie sie nutzbar sind. Ja. Und außerdem ist das das erste Mal, wo eine Unabhängigkeit von der Umwelt auftritt. Also das ist eigentlich der Beginn der Unabhängigkeit von der Umwelt. Ja. Allerdings ist es auch der Beginn einer zunehmenden Abhängigkeit von den Werkzeugen. Ja. Wir brauchen jetzt gucken, wo wir sitzen und mit der Stromausfälle sind immer alle erzählen. Mal erledigt, ja, auf jeden Fall, also das hat da angefangen, ja, hier, so. Und was noch wichtiger ist, das ist biologische Evolution, ja, und da wird die Information, da muss auch Information weitergegeben werden zur Entwicklung, und da wird die Information weitergegeben über die Gene, ja, das geht von Generation zu Generation zu Generation. Also hier, in der kulturellen Evolution, wird die Information weitergegeben über die Sprache, ja. Wir haben zwar keine fossile Sprache, aber je komplizierter diese Werkzeuge werden, desto verfeinerter wird die Sprache geworden sein. Gut, am Anfang geht es über Nachahmung, dann über Sprache. Ja, auf jeden Fall hat Sprache ja als Informationsmedium einen anderen Vorteil, nämlich